So, liebe Leute, wir sind in Rennen Nummer 4 und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2020. So langsam geht's mit diesem Spiel auf die Zielgerade. Wir sind in Österreich zu Gast und wollen hier natürlich wieder zurückschlagen nach diesem zweiten Platz. Nur zweiten Platz in Kanada wollen wir natürlich heute hier, ja, einen nächsten Schritt in Richtung beim Titel machen. Momentan liegen wir hinten. 3 Punkte sind es, glaube ich, auch nur. Also daher alles gut. Wir gucken mal gerade rein. Ja, 2 Punkte sind sogar nur. 64 zu 62 für Lewis Hamilton, wenn wir den heute schlagen. Oder dieses Wochenende schlagen, sind wir dabei. Konstrukteurswelt mache ich mir keine Gedanken. Momentan geht alles an uns. Und momentan haben wir nur Platz 1 und 2, soweit ich weiß. Nee, Quatsch. In dem letzten Rennen, wo ich da ja gewonnen habe, in... Ja, vor Kanada. In Bahrain. Da gab es ja den Sieg für... Für uns, und dann wurde Lewis, glaube ich, noch Vierter oder so, dementsprechend. Aber wir müssen gucken, dass wir jetzt reinkommen in dieses diese Saison. Ich will das Ding natürlich da raus fahren. Und, jo, auf geht's. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Ja, da gucken wir mal. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wir gehen mal rein auf normale Entwicklung für das, für die Aerodynamik. Das Auto muss ja auch ein bisschen was können. Und dann gehen wir rein weiter, simulieren wir weiter. Das ist jetzt hier weitergehen. Heute Freitraining, es ist Freitag. Und gucken wir mal, wie es ein Wochenende wird. Spielberg. Da sind wir dann jetzt heute. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, weil der muss ja hier noch alles ein bisschen zurechtladen. So, und wir gehen mal kurz durch. Ach cool, das bleibt ja komplett drin trocken. Oder wird das komplett drin Wochenende trocken? Sehr geil. No, mal gucken. Auf geht's. Gehen wir rein ins erste freie Training an diesem Freitag heute. Das, liebe Leute, ist die Strecke von Spielberg, der Red Bull Ring. So, da sind wir wieder. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, probieren wir es mal. Wir fahren mal auf die Strecke und zwar auf Gelb. Probieren wir es aus. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Ja, wir sind klein schon mit Max Verstappen. Das war so der Grund, warum wir in Kanada nicht gewonnen haben. Also, versuchen wir heute wieder zurückzuschlagen. Hamilton hat jetzt 2 von 3 Rennen gewonnen und unser Ziel ist es heute, den Rückschlag zu machen. Wie gesagt, wir müssen heute jetzt mal 1, 2 Rennen in Folge gewinnen. Und am besten fangen wir heute damit an. Und dann auf der Halbstrecke vom Red Bull Racing Team. So. Kann man kurz alles rausnehmen. Brauchen wir nämlich erstmal noch nicht. So, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, das komplette Rennwochenende wird trocken. Das ist erstmal die eine gute Nachricht, weil in Kanada zum Beispiel hat es ja geregnet im Qualifikationstraining. Und, ja. Das wird uns heute hier, oder, das wird es in diesem, an diesem Rennwochenende hier in Österreich nicht passieren. Habe ich auch schon anders erlebt. Und wir wollen natürlich auf diese Highspeed-Strecke gehen, unseren kleinen Vorteil hier ausbauen oder beziehungsweise bestätigen und mitnehmen. Dass wir es können, dass wir wissen, was ist machbar.
Und ich hack jetzt relativ kurz. Es sind, glaube ich, nur 4,1 Kilometer oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder 4,2, wie auch immer. Na dann, gehen wir mal an die erste schnelle Runde. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Es geht ja bestimmt wieder um die Track Limits. Wir sollten nicht so weit rauskommen. Unser Ziel ist es ja hier, also nicht hier, aber insgesamt Weltmeister zu werden. Oder beziehungsweise in dieser Saison. Nächste Saison geht es ja mit der Kurve-Karriere weiter mit dem Tsukamada, das ist einer meiner Abonnenten und einer meiner guten Freunde mittlerweile. War mal Abonnent, ist mittlerweile, ja klar, ehemaliger Liga-Teamkollege. Aber er kennt sich auch mittlerweile sogar persönlich, weil er wohnt halt tatsächlich nur drei Orte weiter hier. So, 106213 ist die erste Zeit, die es zu unterbieten gibt und die kommt von uns selber. Und da kommt nicht Chuck, sondern Lando Norris im McLaren, der jetzt auf einer Outlap ist, der uns also nicht im Weg steht. Wir fahren noch ein bisschen. Also Zeit und Zeit haben wir schon mal gesetzt. Müssen wir wieder ein bisschen auf die Track Limits auch achten. Zum Beispiel hier. Oder warte mal, sind wir ein bisschen zu weit raus und dementsprechend ist die Runde schon gestrichen. Das wird auf jeden Fall klar sein. Gehen wir runter auf Mager. Darf ich jetzt nicht nochmal zu weit rauskommen, weil sonst komme ich die nächste Runde direkt mit weg. Wisst ihr, wir werden ein bisschen was fahren heute. Wir werden den Tank auch leer fahren heute. Ja, wir wollen auf jeden Fall heute hier zurückschlagen. Kanada lief das wunderbar am Anfang. Und dann kam das Qualifikationstraining am Samstag. Und dann hieß es auf einmal, oh, nur Platz 12. Wie weit geht's noch morgen? Es wurde dann am Ende Platz 2 und es wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Ist ja nicht verdient gewesen, aber es wäre mehr drin gewesen, wenn ich glaube, diesen Zwischenfall mit Verstappen nicht gehabt hätte. Weil ich da nicht zu viel gewollt hätte, direkt am Anfang im Rennen. Dementsprechend ist es halt jetzt einfach mal leider so, dass es nur Platz 2 wurde auf einer Strecke, die ich eigentlich so ein bisschen auch gekohlt hatte als Sieg. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal in Österreich. Da geht es erneut weiter. Und Ungarn ist dann irgendwann die nächste Strecke, glaube ich. Ich glaube, Ungarn ist die nächste schon. Nochmal besser Sektor 3. Mal noch mal ein bisschen was verbessert. Aber wie gesagt. Ja, die Strecke ist nicht lang. Ne? Wie gesagt, wir fahren knapp über eine Minute. Wir fahren die erste Runde mal die beste. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Wir fahren heute viel. Wir werden noch viel ein bisschen was tun. So, meistens um die 20 Minuten, die ich immer fahre. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Nein, die Runde wird immer ein bisschen schneller werden als die letzte davor. Aber wie gesagt, jetzt ist gerade klar, müssen wir ein bisschen auf Benzin achten. Und ich pushe jetzt gerade das Auto noch ein bisschen. Die Reifen sind eh abgenutzt. Da haben wir mittlerweile jetzt 6 Runden. 2 Runden hat vielleicht gehabt. Jetzt ist aber wirklich die Zeit.
kann jetzt mal ein bisschen was rausnehmen, mein Sprit. Und dann gehen wir in die Box und denke ich mal, dann machen wir heute Feierabend schon. Ja, wir fahren nicht ganz auf 20 Minuten runter, aber ist es halt. Ich muss mal ein bisschen gerade das Gas wegnehmen, weil... Ihr seht gerade unten, die Spritmenge geht da gut jetzt 6 Runden fast auf 0. So, dann können wir ab in die Box rein. So. Und rein mit euch. So, wir sind durch für heute mit dem ersten Abschnitt. Die Abschnitte sind groß, aber wir sollen mal gucken, wie es aussieht. So, die Zeit wird jetzt runterlaufen und wir sind anderthalb Sekunden vor Luis, also... Also zumindest schon mal einen ordentlichen Schritt nach oben gemacht und gezeigt, Leute, mit uns ist definitiv zu rechnen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Hamilton und Sergio Perez. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Für die große Konkurrenz eben mit Max Verstappen und Alexander Albon nur auf Platz 9, 6 und 9, Entschuldigung, natürlich. Dazwischen noch die Ferrari und der Racing Point von Sergio Perez, der da mit dabei ist. Gut, dann gehen wir mal rein ins Richtung zweite freie Training. Ich habe bewusst natürlich auf dieser Strecke, auf die, in diesem Ringkalender nur einfach die kürzeren Strecken oder besten Strecken ausgesucht, die meiner Meinung nach dabei sind. Die mir persönlich liegen, aber wie gesagt, ich hatte nicht gedacht. Australien, okay. Da hat er uns auch nicht genutzt, der gute Lewis. Und auch in Kanada da ein bisschen, ja, durchaus Glück gehabt. Gesagt, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber hat nicht sollen sein. Und ja, schlagen wir in Österreich zurück. Training Nummer 2, geht's jetzt weiter. So, da sind wir wieder auf der Strecke und wir fahren nochmal raus. Wir fahren jetzt wieder nochmal auf Medium raus. Ich werde nochmal so eine Medium-Dings mit 5-6 Runden abspulen. Ja, es sieht ein bisschen diesig aus, ne? Es sieht ein bisschen nach Regen aus, aber es soll wohl das komplette Rennwochenende trocken bleiben. Aber gucken. Dann nehmen wir mal alles runter. Tür gehört auch gerade jetzt zu. Das sieht ein bisschen nach Regen aus. Also ist es vielleicht gar nicht mal so unwichtig, nur eine gute Runde zu setzen oder ein paar gute Runden zu setzen. Vielleicht aber auch Pech, dass wir mit dem Freitraining heute hier im zweiten Freitraining nicht wirklich eine gute Runde gesetzt bekommen oder nicht viele Runden gesetzt bekommen. Wenn es wirklich am Platz regnet, sieht das ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, wir fahren mal einfach ein bisschen. Die Strecke macht mir Spaß, das Auto funktioniert, also sieht zumindest im ersten Abschnitt so aus.
Kanada hat übrigens genauso funktioniert im ersten Ding. Und dann kam wieder Samstag. Irgendwie so ein bisschen der Samstag bei mir verflucht. Wir haben immer mal wieder ein bisschen Pech dabei. Und wie gesagt, auch jetzt zum Beispiel im letzten Rennen, wo dann uns, glaube ich, Wachsel auf der schnellen Runde im Weg stand. Die Runde wäre vielleicht mal ein bisschen was besser gewesen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser nach vorne gegangen als Platz 12. Also wäre aufpassen mit Track Limits. Ich fahre immer noch auf streng. So, diesen Sonntag gibt es auch wieder einen Livestream. Letzte Woche war es ja aus privaten Gründen keinem. Mein Freund hatte Geburtstag, dementsprechend sage ich dazu jetzt, habe ich das jetzt ein bisschen mal draußen lassen. Nächste Woche geht's wieder, also diese Woche geht's wieder weiter mit dem großen Preis von, was haben wir denn auf dem Kalender? Ich überlege gerade. Weiß gerade auch nicht auswendig. Naja, nehmen wir es mal. So, fahren wir mal ran. Wir sind gerade schon auf der schnellen Runde. Sind schon wieder Richtung Staziert unterwegs. Also es geht ganz, ganz schnell, liebe Leute. Sektor 2 ebenfalls violett. Das Auto liegt auch wie eine 1 auf der Strecke hier. Ein bisschen die Curbs kann man mitnehmen, aber nicht viel. Und das könnte nochmal neu besser werden. Und die ist 1,3 Sekunden schneller als die da. Als die im ersten freien Training, die waren nämlich mit 1.062. Na, das will es doch nicht. Deutlich langsamer, hier ist es eine halbe Sekunde mehr. Sieh das Auto. Ja, leichtes Problem in der Haarnadel. Bisschen zu spät gebremst. Wie gesagt, davor ist jetzt natürlich ein Auto. Die Frage ist, was ist das? Williams? Kann das sein? Zwischendurch hat man sogar mal ein bisschen wieder einen Vorsprung. Ja, den können wir diesmal nicht mehr nehmen. Verloren sogar noch ein bisschen. Zweites Training. Wer ist es denn überhaupt? Ein Haas ist es, nur so nebenbei. Okay, dann haben wir, es könnte Magnussen sein. Verstappen auf 2. Grosjean ist es übrigens. Ja, Romain Grosjean, der Franzose, der ja im neuen Spiel nicht mehr mit dabei sein wird. Genauso wie uns ein Magnussen, genauso wie ein Albon. Und das Spiel kommt in ca. 4 bis 5 Wochen. Nur so nebenbei, wenn die Folge rauskommt hier. Insgesamt am 13.7. Mit ein bisschen Glück kann ich sogar noch aufnehmen. Wenn das Spiel rauskommt. Ja, der Haas ist auf der Schnelle. Das ist das Gute für uns. Das heißt, der hält uns nicht so wirklich auf. Oh ja, jetzt packt sich jetzt. Ah, der fährt auf Soften. Okay. Erklärt, warum der so ein Tempo drauf hat für uns. Warum wir an dem Haas gerade nicht mitfahren können. Ja, fährt ein bisschen was schneller. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. So, jetzt teste ich mal ein bisschen was, willst du überholen. Müssen ein bisschen aufpassen jetzt, gerade mit den Kurve. Ja, vorbei an Grosjean. Es ist zwar nur das Training, aber es hat schon mal was funktioniert. Also schauen wir, momentan liegt das Auto gut auf der Strecke, aber wie gesagt, mal schauen, wie der Samstag wird, weil den. Mit dem verbaue ich es mir regelmäßig. Noch keine Pole in dieser Saison mit Platz 3, 3 und 12. Ja, wir müssen. So langsam. Aber vielleicht klappt es ja hier morgen in Österreich hier. Ja, so, ich brüche jetzt einfach nur ein bisschen durch. Klar, die Runde wird nicht gut sein, dann kommen wir 4 Sekunden Rückstand, aber wir stehen momentan vor Kwiat, der jetzt Zweiter ist.
im Alpha Tauri. Ja, auch der wird übrigens nicht mit dabei sein. Es sind, glaube ich, insgesamt 5, 6 Leute, die nicht dabei sein werden. Also wie gesagt, Quia, Grosjean, Magnussen, Albon, das sind schon mal 4. Wir geben es doch gleich Haas mit 2, also 2, Alpha Tauri sind 2, Alpha Romeo bleibt. Racing Point ersetzt Perez, beziehungsweise bringt Perez raus und ersetzt durch Vettel. Ferrari, Sainz, Renault, Alonso dazu. Ja gut, okay, das sind glaube ich nur 4 Autos, die für Fahrer, die definitiv nicht dabei sein werden. Jetzt wurden wir gerade von dem Haas überholt. Ja, okay, jetzt ist es eh durch. Ja, wir sind schon eh durch. Ich habe das Ding jetzt mal wieder komplett leer gefahren. Wir haben jetzt einige Runden gedreht, mit insgesamt 5 im freien Training. Das ist okay, das ist ordentlich. Das Auto funktioniert, das Auto liegt. Und ich denke, dass wir mal wieder als Favorit ins Rennen gehen werden. Aber wie gesagt, mal gucken. Das muss der Samstag auch funktionieren, ne? Es bringt nichts, wenn der Freitag super funktioniert und am Samstag einfach nichts auf die Ketten bekommen. So, Auto steht wieder in der Garage. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. So. Ah, diesmal ist Hamilton halt dran, aber wie gesagt, er fährt auch auf Soft, ne? Der hat eine Sekunde jetzt gut geholt. Also müssten die Soft noch eine Sekunde besser sein als die Mediums. Ich meine, keine Sorge, wir werden die Soft im dritten freien Training ausprobieren, das ist ganz klar. Aber jetzt erstmal zeigen wir wieder dem Rest des Feldes auch. Wir sind übrigens über 1,5 Sekunden schneller als der Ferrari. Oder fast 2 Sekunden schneller als die Runde. Also wir sind echt, was die Favoriten betrifft. Wir haben ja nochmal nachgelegt in der Runde. Wir sind ja die Runde eben auf Mediums genauso schnell gefahren wie Lewis Hamilton, der jetzt auf Soft 1.062 gefahren ist. Diesmal nämlich eben auf Medium gefahren. Jetzt haben wir nochmal 1.50 über eine halbe Sekunde nachgepackt. Also sind einige Leute fleißig. Wir haben auch 4 Runden, klar. Aber da sind einige mit 11 bis 12 Runden gefahren. Also das ist stark und viel. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Hamilton und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Eben, und genau das ist es einfach. Wir müssen im Rennen, beziehungsweise wir müssen den Samstag auf die Ketten bekommen. Es funktioniert am Freitag, es funktioniert am Sonntag, aber es funktioniert nicht im Samstag. Oh, ernsthaft? Wir haben Sonntag und fängt an. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Dass so. Gehen wir mal rein ins dritte freie Training. So. Ich hoffe, dass es jetzt alles so funktioniert, wie ich das möchte. Wir gehen mal auf Media, auf den, Softs drauf, den Reds. So. So, mal gucken, was die Mediums können. Was die
was die Softs können. Die Mediums haben es gut gezeigt. 1-0, 5 und 6 war die schnellste Runde auf Gelb. So. Jetzt. Ein bisschen Heuschnupfen gerade, deswegen muss ich gerade niesen. Deswegen habe ich kurz das Mikro gestummt. So, der Nachbarn war wieder am Bohren und es ist Sonntag eigentlich. Ich bin eigentlich Sonntag früh dran, vor unserer regulären Sonntagsaufnahme mit den Jungs und Mädels und alles drum und dran, wo wir auch GTA mit aufgenommen haben. Mit denen sind wir nachher noch verabredet und ich fahre quasi vorher noch die Rennen. Beziehungsweise das Training momentan. So. Ich vergesse, dass die Runde schon sehr kurz ist. So, versuchen wir mal. Schauen wir mal, was wir auf Soft gebacken bekommen. Ja, das ist dann. Das funktioniert natürlich nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Wie gesagt, 1 auf 5, 6 sind wir eben gefahren. Und ich versuche es mal als Viererteil zu packen. Also schneller als die Runde davor sind wir, aber wir haben auch einen Fehler drin gehabt, einen großen. There's four laps of fuel remaining. Dann schon das erste Auto auf die Strecke. Aber es wird wahrscheinlich mal was sein, als Viererzeit zu packen zumindest mal. Aber dazu fehlt muss ein Auto, das Auto, was davor auf der Strecke ist, weg. Ist toll, aber der macht dann doch Platz. Na, doch nicht. Eine Runde, die eigentlich nicht ideal war, ist momentan unsere schnellste Versuch. Ich habe es gerade nicht so mitgenommen, wie ich das gerne hätte. Kann aber auch an dem RS liegen, dass wir das RS gerade nicht voll bekommen. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Ich halte jetzt schon mal auf Mager, damit ich vielleicht noch eine Runde habe zum Angreifen. Ich muss gerade ein bisschen das ERS laden. Come in this lap, please. Box this lap.
Also, hinter uns die beiden Racing Point, also dreimal Mercedes um. Viermal, weil was denn noch dran hängt. Ah, wir brauchen nur noch eine Runde. Kriegt's gerade momentan nicht hin. So, nächste Runde. Guck mal, was gerade die Reifenabnutzung sagt. Okay, also scheinbar nicht. Scheinbar haben wir so ein bisschen im Griff. Der ist toll, der Geist, der gerade hinter uns ist, heißt halt irgendwann mal dran, ist an uns. Wenn wir aber schaffen. Na, ich glaube, wir kriegen keine Runde. Ich werde werd auf jeden Fall ein bisschen was doch fahren. Ich glaube, eine Runde kriegen wir dann noch hin, auf die Reihe. Und dann werden wir auch Feierabend für heute. An diesem Freitag hier, das herzfreie Training lief wunderbar. Und Giovinazzi knackt gerade so ein bisschen die Mercedes-Fahrlangs da vorne drin. Unter den ersten 5 sind jetzt 4 Mercedes dabei und der Giovinazzi, der sich ins Volk packt. Auf Platz 3. Und das alles auf Software übrigens. Ja, mal gucken, was die pinken Flitzer, die ich ja jetzt wieder am Sonntag fahren werde, oder eine zumindest davon, ach ja, aus Rallye lief immer, nee, im ersten Rennen lief immer überhaupt nichts zusammen. Kanada. Nur Platz 15, 2 WM-Pinkchen, nicht die fehlende Strafe, war klar, aber na, mich ärgert es gerade wieder so ein bisschen. Ja, wir fahren auf jeden Fall noch die eine Runde zu Ende, danach gehen wir jetzt in die Box, dann haben wir sie nämlich auch durch. Dann haben wir 5 Runden gefahren, aber komm, obwohl wir fahren die Runde zu Ende, dann haben wir 6, dann ist gut. Dann haben wir ein ordentliches Arbeitspotenzial heute hingekriegt. Das Auto hat dann funktioniert, das hat gehalten. This lap, please. Box this lap. Ja, dann machen wir mal kurz die Ideallinie frei, damit das nächste Auto durchrutschen kann. Also der Zwoll in dem Fall, der ist natürlich jetzt auch schon durch. Na komm, ich fahre die noch zu Ende. Ich lasse sie noch einfach Tauri kurz entziehen. Per Gasly, der mitfahren möchte. Ich will nur die eine Runde noch zu Ende haben. So, jetzt gehen wir nämlich, rüber in die Garage und dann machen wir nämlich den Cut hier. Heute also Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge geht's dann weiter. Practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. So. Jo, dann haben wir's. Also, gute Zeiten auf jeden Fall. Der Abstand ist auch nicht. Also, könnte man theoretisch sogar noch die KI auf 90 umstellen. Scheint mir jetzt zu funktionieren. Aber wie gesagt, es ist ja erstmal nur der Freitag. Louis nur auf 10, aber wie gesagt, der fährt auch jetzt auf Hard. Warum auch immer teilweise auf Hard trainieren? Weil eigentlich sind die keine Reifen für die Rennen. Aber wie gesagt, es ist alles in Ordnung. Es läuft noch momentan. So, das Teil läuft runter und damit haben wir ihn durch. Und damit war es das mit dem freien Training an diesem Freitag. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Leclerc und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. Also, auf jeden Fall einen ordentlichen Abstand mit 2,2 Sekunden. Mal gucken, ob wir was am Samstag hinbekommen und vor allen Dingen auch am Sonntag, weil ich will dieses Ding, ich will dieses Rennen gewinnen. Ich will meinen zweiten Saisonsieg holen und vor allen Dingen meine erste Pole.
Die fehlen uns nämlich immer noch auf der Agenda. Hier in F1 2020 in der Fahrerkarriere im Mercedes. Jo, dann haben wir's. Liebe Leute, der Freitag ist durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Qualifikationstraining weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir uns endlich mal für die ganz, ganz vorne, zumindest oder mal überhaupt für die erste Reihe qualifizieren können. Das haben wir bisher nämlich auch noch nicht geschafft. Ja? Das fehlt uns noch so ein bisschen. So. Gut, liebe Leute. Wie immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2020. Noch 2020. Bald geht's in F1 2021. Wenn wir doch hier mit durch sind. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet hier zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Österreich aus Spielberg.